Das Land an. Sehr schön. Er macht dann so Semester dort. Ja, Auslandssemester, ja. Genau. Auslandssemester. Was man dann studieren nennt. So was, ne? Das ist mehr so ein Bonus. Ja, ja. So ist es. So. Gespannt, wie es wird. Ja, so oft da hier bei uns gewesen oder? Nein, das erste Mal? Das erste Mal. Okay. Dann ist die Gelegenheit genutzt. Okay. Weil mein Sohn hier ist. Okay. 4 Tage besucht oder 5 Tage in Surabaya. Okay. Und jetzt manchmal Lombok und ab morgen gehen wir nach Bali. Ah, es geht so schnell. Ist nur ein Tag dann bei uns? Nein, 5. 5 Tage. Ja. Und wann seid ihr angekommen? Gestern? Vorgestern? Am 7. Am 7. Hier auf Lombok am 7. angekommen. Nee, hier am 11. Am 11. Genau. Am 11. Was haben wir jetzt? Ja, heute ist der 15. Immer so 4-5 Tage bleiben. Okay, das heißt, wann reisen wir ab? Morgen früh nach Bali? Ja. Genau. Wow, ja. Geht so schnell. Ja, ja, das stimmt. Stimmt. Da freut man sich lange drauf, aber... Ja. Aber dafür ist es ja schön, ne? Okay, ja. Dann ein bisschen die Zeit dann ausnutzen, den letzten Tag oder vorletzten Tag, ja? Genau, heute tauchen. Ja, dann tauchen, bisschen gucken, bisschen was Entspanntes unternehmen, ja? Genau, die Leute. Ja, also, genau, also dieses Schwimmen ist halt dann so eine... Also sage ich mal, es ist eine entspannte Aktivität, ja? Ja, genau. Bei uns auf Lombok, ja. Wie habt ihr dann mich gefunden? Internet, ja. Ich habe einfach im Internet geguckt, tauchen auf den Gillies. Okay. Und da ist mir das aufgefallen und dann habe ich einfach mal auf die Homepage geguckt und dann habe ich gesagt, guck mal, und dann haben wir einfach gebucht. Okay, schön. Wir sind spontan. Ja, spontan ist auch schön, ja, manchmal. Ja, natürlich. Ja. Nicht immer alles hinterfragen. Und ja, richtig, ja. Gut, ja. So, dann, wir werden dann so den ganzen Tag unterwegs sein, ja. Dann werden wir dann heute so eine, also die 3 Inseln besuchen. Ja. Mit dem Boot hinüber und wir schwimmen, ja, schnorcheln, ja. Ja. Aber Schnorcheln habt ihr oft gemacht, oder? Nicht so oft, aber das geht ganz gut. Aber wir können das. Okay, gut. Ja. Glaube ich. Ja. Ja, ich glaube auch. Ah. Ich lasse mich den Mund so voll nehmen. Woher sprechen Sie so gut Deutsch? Ja, das habe ich. Also die Arbeit mache ich seit vielen Jahren jetzt. Ne? Ja. Ich habe ja 1900, also mit der Arbeit habe ich 1991 angefangen. Ja. Ne? Das war halt auf Java, ja. Ja. Wie viel war das? 1995, ja, bin ich dann nach Bali umgezogen, ja. Ja. Dann seit 2012 bin ich dann hier nach Lombok gekommen, ja. Ja. Und dann, ja, also. War Bali dann zu voll, oder? Ja, es ist schon zu viel los oder zu voll. Viel, sehr touristisch. Viel Tourismus dort. Der Lombok ist eher weniger, ja. Eher angenehmer, sagt man, ja? Ja. Weil es nicht so chaotisch ist. Ja. Jetzt sieht man hier die Straße, also der Verkehr ist sehr angenehm. Ja? Ja. Ja, genau. Man kann schon gut oder angenehm fahren und entspannt, ja, dass es da nicht so viel Verkehr ist, ja, und kein Stau und so, ne? Besonders hier jetzt der Küsten entlang, ja, dann ist ja weniger Verkehr und ist ja wunderschön, ja? Ja, ist schön. Ja, und sind Sie dann von Surabaya jetzt geflogen hierher? Ja. Ja, genau. So, von Surabaya geflogen und dann von dem Hafen hier gefahren, ja? Also ja, genau, ja. Von Flughafen. Ja, ja, hat man uns abgeholt von der Hotel? Wir haben so einen Transfer geguckt, ja. Im Hotel, ja? Ja. Okay. Dann und sonst bewegen wir uns mit der Taxi. Ja. Ja, dann
ich mache die Führung seit vielen Jahren, deswegen ja, kann ich dann auch schon viel lernen. Also ja. Die Deutschen haben mich auch schon zwischendurch mal beigebracht. Ja. Das gibt auch schon natürlich viele neue Sachen oder was man vielleicht selten hört ja bei dem Gespräch ja, oder die sagen mir Bescheid, wie man das macht, also wie man das sagt und so weiter. Ja, und aber das ist schon sehr gut, was zu sprechen. Vor allen Dingen unsere Grammatik ist ja sehr schwierig. Ja, genau. Am Anfang damals habe ich ja gedacht, das wäre eine einfache Sprache am Anfang, weil man halt dann die Schrift zum Beispiel das so liest, einfach wie es geschrieben ist. Ja? Ja. Und habe ich gedacht, das wäre vielleicht eine einfache Sprache, weil Englisch zum Beispiel uns auch schon sehr schwierig ist. Ja? Ja, und schlimmer. Und können wir nicht so einfach reden, also auf Englisch. Ja? Ja. Und sagen wir mal, wir müssen irgendwie mal so eine Lösung finden, damit wir auch ein bisschen fremde Sprache können. Ja? Ja. Und dann habe ich dann zum ersten Mal damals, als ich noch in der Schule war, auch die deutsche Schrift gesehen und habe ja meinen Freund gefragt, wie man das liest, was für eine Sprache das ist. Ja. Und er hat versucht, das so zu lesen. Es ist genauso gelesen, wie es geschrieben ist. Ja. Genauso wie bei uns. Ja. Ja, genau. Dann am Anfang bei dem ersten Eindruck habe ich gedacht, na, das wäre dann auch toll. Dann besonders hier vor Ort sprechen auch keine, also noch nicht so viele Leute Deutsch oder vielleicht in einem Ort da im Osten, da konnte überhaupt keiner, vielleicht mindestens da auch schon der Lehrer, der konnte das unterrichten, aber da vielleicht konnte er nicht so reden, also fließen. Ja. Und dann habe ich entschieden, nach der Schule das zu studieren. Ja, ich habe das studiert. Ja. Ich habe ja auf Java studiert, da gibt es dann eine pädagogische Hochschule. Am Anfang wollte ich doch Deutschlehrer werden. Ja. Aber Tourismus hat sich dann so entwickelt. Ja. Hat sich durchgesetzt. Genau, und auf Java zum Beispiel, ich habe ja das auf Java studiert. Ja. Ja. Und da waren Kollegen zum Beispiel oder Freunde oder Kameraden. Und auch schon die Dozenten zum Beispiel waren auch schon oft unterwegs und haben die Führung gemacht für die Deutschen. Die waren auch schon oft auf Java unterwegs für eine Woche, zwei Wochen, weil die dann damals auch schon oft die Rundreise machten. Ja, also ja, normalerweise waren dann viele damals in einer großen Gruppe unterwegs, ja, gewesen. Ja. Und dann habe ich dann Chance gehabt, also eine Begleitung. Ja. Also für eine Begleitung für den ganzen Tag mit einem Dozenten zum Beispiel. Denn der hat mich dann beigebracht oder der hat mir gezeigt, wie man das macht, der und so, so spricht man und so. Und, dann habe ich dann auch daran große Interesse und habe ich dann entschieden, vielleicht werde ich kein Lehrer, mal schauen. Und dann war doch, dann, ja, dann habe ich dann, also den ersten Auftrag bekommen, also von einem Reisebüro. Und dann haben wir gesagt, du machst jetzt die Führung, nachdem wir auch schon oft mal unterwegs, also dabei gewesen bin. Ja, und habe ich gedacht, ja, das wäre toll. Ja, ich kann auch schon meine Sprache ein bisschen üben und so weiter. Ne? Und habe ich das gemacht. Und die erste Tour war toll, natürlich. Ja, und da war eine freundliche Familie, also ein Pärchen. Ja. Und obwohl ich zum Beispiel noch nicht so ganz viel sagen konnte, also dann haben die mir gesagt, die beiden, sie haben ein gutes Deutsch gesprochen. Ja, und dann, und dann waren sie in der Tourismusbranche. Dann bin ich dann im Tourismus gelandet, und ist auch gut. Dann habe ich dann vergessen, mich zu bewerben als Lehrer, ja. Weil ich dann immer die ganze Zeit beschäftigt war. Ne? Ja, das Leben war dann anders. Aber ich bin glücklich. Also ich meine,
Es ist schon eine Leidenschaft von mir geworden. Ja, man geworden, muss das gerne machen. Ja. Wenn man das gerne macht, genau, dann ist das gut. Ich mache das gerne, auch schon immer. Ja, ja, man muss seinen Job gerne machen. Genau. Dann macht man den auch gut. Genau, dann ist man schon immer glücklich, zufrieden. Und besonders macht man auch schon Freunde mit Leuten. Jetzt zu der, in diese digitale Zeit zum Beispiel. Ja. Also dann ist man auch schon bei Facebook befreundet oder ja, jetzt genau, auch schon mit WhatsApp zum Beispiel, dann WhatsApp, ist man auch schon befreundet da. Dann, wenn wir dann auch unser Status auf WhatsApp dann hochladen, dann können die auch nur zugucken, was da gibt, ja, und die kommentieren auch. Ja, das genau, ist einfach schön, ja. Und ich bin immer glücklich, wenn neue Kunden sich dann melden bei mir und sagen, wir wollen Ausflüge machen, ah, das ist toll. Und ja, wir freuen uns auch. Ja. Das ist völlig neu für uns. Allein hier durch die Gegend zu fahren, allein hier das alles zu sehen. Ja, ja, ja. Sehr schön. Ja, diese Fahrt jetzt der Küste entlang, ja, ich finde, das ist auch schon eine schöne Fahrt, ja, besonders ja. Ich zum Beispiel, ich kann auch nicht mehr zählen, wie viel Mal ich da gefahren bin, ja, das ja. Glaube ich. Aber ich kann das immer genießen, jedes Mal, ja. Das ist toll. Und es ist mal halt wunderschön, ja. Sehr schön. Ja, und da gibt es auch schon viele Sachen, was man hier bei uns unternehmen kann, wie zum Beispiel eine Fahrt zu dem Wasserfall im Norden. Da waren wir schon. Ja, so, einen Tag. Genau. Und nach Süden zum Beispiel, ja, also bis zu den schönen Stränden da, Skuta zum Beispiel, ja. Das ist wunderschön, ja. Und dann hier sowieso, man kann auch schon schön die Fahrt dann genießen, ja. Ich genieße hier alles. Ja. Alles schön. Essen ist gut. Ja, gut, ja. Essen ist super. Ja? Ja, gut. Und Surabaya haben Sie auch schon besucht, ja, ja, die da Stadt? Ja, waren wir 4 Tage in der Stadt. Ja, ja, war eine wilde Stadt, ne? Waren Sie dann in Bromo, ja? Bromo, eigentlich darf man ja nicht verpassen, wenn man gerade da ist. Nee, das haben wir leider nicht gemacht, weil mein Sohn war ein Wochenende vorher mit seinen Freunden da. Okay. Und da haben wir das eigentlich verpasst, das alleine zu machen. Oh ja. Dann hätten wir an dem einen Tag nämlich machen können, Michael, ne? Ja, genau. Ja, Bromo ist ja schon der, da wäre, sag ich mal, der schönste Sonnenaufgang in Asien, sagt man immer, ja. Also. Okay. Aber auf Bali ist doch auch ein Vulkan, wo man zum Sonnenaufgang kommt. Ja, da muss man schon hochklettern auch, ja, da. Und das ist schon schwieriger. Aber auf Bromo, dann halt man, fährt man ja mit dem Vierradantrieb hoch, ja. Ja, genau. Also mit dem Toyota Hardtop-Ding da. Und es ist einfacher, ja. Wenn man dann noch weiter zu dem Kateran hingehen will, dann muss man halt durch die Treppen hoch, ja. Aber das ist auch Möglichkeit. Nach der Jeepfahrt, ja, dann kann man auch schon Pferde reiten, ja, und dann zu dem Krater. Ja, ja, ja. Für mich nicht. Ja. Aber laufen ist auch nicht schlecht, ja. Das sind oft viele Leute da unterwegs, ja, und das kann man schon immer empfehlen, ja. Und Surabaya kann man auch schon viel sehen, wie zum Beispiel nach Malang kann man fahren, ja, zu der mein Sohn auch. Teeplantage zum Beispiel, ja. Da kann man auch schon zu der Äpfelplantage, da auch schon Tempelbesichtigung kann man da machen, besonders da gibt es noch schon die Ruine aus der alten Zeit, ja, wo wie die Königreicher damals in der alten Zeit dann die Paläste zum Beispiel gebaut hatten, ja, und dann sieht man ja jetzt noch die Ruine, ja, ja, so. Sehr, sehr nette und freundliche Menschen in Surabaya auch. Ja. Auch hier generell im ganzen Land so viele nette, freundliche Menschen, zufriedene ja. Menschen. Ne, zufrieden ist, glaube ich, hier das richtige Stichwort. Ja. So, die Leute sind aus Höflichkeit natürlich, wollen die halt Leute halt ansprechen und begrüßen und so und die lächeln, ja, also bei uns ja, wenn man Fremden nicht anspricht, ja,
normalerweise hat man so irgendwie mal so Gefühl, dass man so irgendwie mal so ein bisschen unhöflich ist, der heißt ja? es dann, ja? Ja, ja. Genau, das ist schon wieder eine andere Kultur, ja? Ja, das ja. ist ja. ganz angenehm für uns. Ja. Alle sind viele positive Menschen. Ja. Sie sind auch bestimmt auch der Straße entlang gefahren, wenn Sie da zu dem Wasserfall im Norden gefahren sind, ja? Nee, wir sind durch Städte gefahren. Ne? Durch die Städte? Ja. Das heißt vielleicht so zu dem Wasserfall im Süden oder wo? Nee, wie hieß der noch? Sandangila Wasserfall. Ja. Ja, da waren ja, wir. Genau. Ja. Okay, durch die Stadt gefahren. Ja. Durch die Stadt und dann durch den Berg, ganz schmales Sträßchen. So, wir fahren zu den drei Gilis hin. Ja? Da sind wir. Also Gilis sind die kleine Insel und wir werden dann hinfahren zu den drei hin. Ja, ja? Genau. Da ja. gibt es dann eins, zwei, drei. Ja. Also Trawangan ist mehr so eine Partyinsel. Genau. Ne? Ja, also da sind schon viele Hotels auch da. Da in der Mitte ist Meno, heißt das ja. Es ist weniger los da. Das ist am ruhigsten. Ja? Ja. Dann gibt es noch die letzte Gili, die letzte kleine Insel. Die heißt Ayr. Ja? Gili Ayr. Ja? Ja. Ja, also da ist schon etwas ruhiger als Gili Trawangan. Ja? Ja. Dann viele fahren ja nach Gili Trawangan hin. Ja, zum meisten ja, na, also für die Übernachtung zum Beispiel. Ja. Ja? Da sind viele Hotels, ja. Ja, da machen Genau, die wollten Party haben. Genau, ja. 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 Kokospalmen, ja, also es entwickelt sich gerade noch, da gibt es noch viel Platz hier, wenn irgendwie Investoren hier ja. kommen wollen und was investieren. Infrastruktur, genau. Ja, holen, ja, vielleicht so Hotel hier aufbauen, ja. ja. Natürlich wollen halt auch schon die Einheimischen ihr Land auch schon verkaufen, ja. Ja, ja, klar. Ich glaube, ja. viele. Aber es wäre aber auch schade, wenn hier ein Hotel Ja, ja, genau. Das wäre viel zu schade für genau, das ist jetzt wie auf Bali, dass alles dann sehr voll ist, ja. Genau. Ja, genau. Also auf Bali dann suchen die Investoren zurzeit keinen Platz mehr oder die finden überhaupt keinen Platz mehr am Strand, ja. Ja, ja. Dann suchen sie dann schon immer Platz jetzt in der Stadt, dann machen die so die sogenannte City Hotel, ja. Genau, ja. Wohnraumvernichtung. Ja. Genau. Das, in Deutschland. Das ist schon alles sehr voll geworden, ja. ja? Im Süden zum Beispiel Nusa Dua oder Sanur oder die Stadt selber oder die Stumkuta auf Bali, alles voll, ja. Das ja. ist nicht mehr so angenehm, ja. Ja, das deswegen, wenn man auch schon, wenn man nach Bali kommt und man macht Lombok, ja, also die Fahrt nach Lombok weiter, heißt es, dass man auch schon was Außerordentliches macht, ja, ja. heißt es, weil Bali ist ja zu normal, ja, also ja. das kennt jeder, ne? Ja, das stimmt. Lombok ja. liegt ja. noch hinter den Schatten von Bali, ja? Ja, genau. Das heißt vielleicht, wenn jemand fragt, wo fahren Sie hin und dann Sie sagen, nach Lombok, keiner weiß das, ja. ja. Das ist schön hier. Genau, ja. ja. Aber normalerweise, wenn man etwas über Bali redet, ja, heißt es, dass man auch schon etwas über Lombok redet, ja. Also ja, ist schon ja. Lombok immer dabei, weil ja. man oft dann Bali mit Gilis verbindet, ja. Aber man, also viele wissen nicht, dass eigentlich Gili zu Lombok zu gehört, Lombok, ja. Genau, ja. Dann ist ja nicht mehr so weit weg von Bali nach Lombok, ja. nur ja. 10 Minuten, 15 Minuten Fahrzeit mit dem Boot, ja. ja. Dann ja. ist man da, dann ist man glücklich in den ruhigen Inseln, wo die schönen Strände sind. Eigentlich, wir haben etliche schöne Strände auf der Insel, ja, wie zum Beispiel im Süden zum Beispiel. Ich habe gerade gesagt, Kuta, Lombok, ja, von Kuta aus, wenn man so west wird, der Küsten entlang fährt, ja, dann sind die Gilis wunderschön, also sind die Strände, meine ich hier. Weißt du, Strände da,
oder von Kuta aus ostwärts weiterfährt, dann sind auch da die viele schöne Weißsandstrände da. Ja, aber Kuta selber ist doch auch schon sehr voll, ne? Kuta bei uns, ja, ist noch nicht so ganz nicht, voll, ja. Nee. Das ist ja immer noch angenehmer, ja, als so, Kuta okay. Auf Bali. Und Bali, okay. Da gibt es auf Bali Kuta, ja, und genau, dann auf Lombok hier. Kuta, ja. Ja. Dann muss man, wenn man etwas von Kuta redet, dann muss man sagen, welche Kuta, okay. Lombok oder Bali. Ja. Ja. Ja, ja, aber Kuta Lombok ist noch sehr angenehm, nur langsam wird es da auch schon voller. Besonders die Ecke dort auch schon immer bekannter geworden, weil da unsere MotoGP-Rennstrecke ist. Ja. Aha. Also da gibt es dann auch schon Rennen bei uns ja, zu bestimmter Zeit der, ja. Auf Lombok. Das erste Rennen, MotoGP-Rennen, hat dann im März dieses Jahr das stattgefunden. Es ist auch neu bei uns. Ne? Ja, die Zeit kommt rein, ne? Genau. Ja. Alles grün. Ja. Aber hier hat man Corona auch gemerkt mit dem Tourismus, oder? Ja, natürlich. Das war auch schon gesperrt 2 Jahre. Gab es überhaupt keine Gäste und viele Geschäfte sind ja pleite gegangen, ja. Hotels waren leer und dann viele waren Mitarbeiter waren entlastet ja, und genau, haben ihren Job verloren. Ja. Genauso wie ich zum Beispiel 2 Jahre nicht gearbeitet, wow. Nichts verdient. Ja. Wahnsinn. Denn jetzt fängt es schon wieder an. Ne? Ja, das ist Wahnsinn, ja. Ja, bei uns in Deutschland sind auch viele Branchen, die einfach kaputt sind. Ja. Ja, aber wie überleben die Menschen denn dann? Hier ist auch keine staatliche Förderung, oder? Nein, ja. Keine Unterstützung, keine Förderung, ja. Und dann, wir müssen dann auch schon ein bisschen etwas tun, ja, um Geld zu verdienen. Ja. Ja. Dann heißt, dann gibt es auch schon Leute, die zum Reiswälder gehen, ja, um dort zu arbeiten. Aber da gibt es dann immer Arbeit genug. Ist halt schwierig, nur um überleben zu können, ja. Ein bisschen Geld zu verdienen. Ja, ja, ja. Ein bisschen trinken, ja. Ja, und das ist schwierig, oder? Ja, wir sind schon hier da. Bin ich aber froh, dass wir sie getroffen haben. Ja, ja. Oh, gitu. Oh, ja. Di depan sini? Oh. Ja, da ist es ja zu flach jetzt, das Wasser. Oh, nggak bisa anu ya? Iya, nggak bisa. Oh, lewat mana terus? Balik lagi? Nggak, nggak. Kita... Sini aja, lurus aja. Zeig uns ja wohin, wo wir dann das, wo das Boot dann liegt hier jetzt, ja. Oh, lewat sini ya. Nggih, langsung lurus. Oh, semua terlalu surut ya? Ya, surut. Jam berapa dia naikin nanti? Ntar agak jam 10-an. Okay. Mana Oji dia? Dia ini ada temannya kawin dia bilang kemarin. Oh gitu. Oh sudah kan anu yang perwakilan ini. Saudaranya Ozi Jang. Oh pantas senyumnya kelihatan sama. Ada apa kakak? Kakak tuh? Jang, adiknya Ozi. Oh, di sini ya di bawah pohon ini. Asem. Sama Pak Sapar juga. Nggih. Oh, ya. Oke, wir sind schon hier da, ya. Pada snorkeling ini, kili air.
5 hari. Dia tempat berenang. Tapi bagus ini airnya. Jernih, jernih. Jernih. Airnya bagus ini. Arus keras. Kapan arusnya keras? Kapan arus keras? Jam 2 lah. Keras dia.